Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wieder ein, zwei Tage nicht gespielt und prompt ist wieder jemand rausgekommen. Ein, zwei Tage, meine ich ein, zwei Wochen. Egal, wir haben ganz vorher... Wir haben ganz Gesellschaft. Nochmal blablab und blablab und blablab. Und eine neue Map nehme ich an. Ich habe die Patch Notes wie üblich nicht gelesen. Ich lasse mich einfach unvorbereitet umbringen. Das ist die beste Art, drauf zu gehen. Der Balken ist quasi voll. Wir sind sowas von bereit. Der Balken ist voll. Man sieht es nicht, weil ich bin darüber. Ich bin Teil des Balkens geworden. Ich bin damit verschmolzen mit dem... Ich habe vergessen, wie es heißt. Das dunkle, böse... Mir fällt immer nur Abyss ein. Der Abyss. Aber es ist das... Ich weiß es nicht mehr. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe vergessen, wie dieser schöne Nebel heißt, der alle Leute wegsnackt. Gut, ist okay. Holdwin Farm, hatte sich ja jemand gewünscht. Oh, hallo, oh, hallo, oh, hallo. Okay. Direkt lossprinten, alle zusammen, aber lass uns ein bisschen abhauen, ist okay. Oh Gott, ernsthaft? Oh, okay. Direkt jemand gefunden. Perfekt. Und es ist auch noch der Mensch, der Leute abschießt. Bin ich jetzt nicht der größte Fan von, muss ich sagen. Aber ich meine, von welchem Killer ist man denn schon ein Fan? Oh. Ach, das ist ja gar nicht der. Ich lappen. Oh, das klappt in den seltensten Fällen. Ich glaube, ich hatte jetzt einfach Glück und direkt jemand anders gesehen. Okay. Ich dachte, das Geräusch wäre die Waffe. Die Waffe vom Cowboy. Der backt immer Waffeln, aber sein Waffeleisen ist schon ziemlich alt. Und deshalb knallt und stottert das immer. Und das klingt dann ganz schön brutal. Wie so eine Fehlzündung von irgendwas. Und ich habe das Gefühl, dass mein Spiel ein bisschen zu laut ist. Ich fürchte, das muss ich gleich mal anpassen gehen. Aber es wäre auch doof, mich jetzt in den Schrank reinzuhocken. Etwas unfair gegenüber den anderen Leuten. Aber der Generator ist echt laut. Die sind nicht so laut. Oh, der Generator. Der ist gestacheldrahtet. Ein drahtiger junger Mann. Hahaha. Das ist sehr witzig, weil er Draht an sich hat und der ist vielleicht eventuell auch schlank und ach, keine Ahnung. Jetzt am besten noch Barbecue und Chili, dass er gleich weiß, wo... Läufst du einfach weiter? Ist okay. Ist da direkt jemand? Oh ja, der hat direkt jemand. Dann gehe ich mal dahin. Oder Verletzte geht auch dahin. Optimal. Ich meine, vielleicht können wir dann schnell heilen. Oh, der ist Draht. Sehr gut. Okay. Wir können ihn heilen. Diese Leuchtekugel ist... Oh mein Gott, ist das Detective Pikachu da dran? Wie cool ist das bitte? Und der geht direkt auf die Leute los. Ich finde diese Aggressionsprobleme, die er hat, schon sehr bedenklich, ja? Also, man muss ja nicht... Oh. Das ist jetzt unpraktisch. Schade, dass die Palette schon unten ist. Kann da jetzt nicht viel machen. Ich kann ihn schnell wieder runterholen, aber ich weiß nicht, ob ihm das wirklich hilft.
Der macht ja jetzt erstmal den da. Oh mein Gott, der hat direkt den nächsten gelegt. Und ich habe den Haken frei gemacht. Ja, oh, da ist noch ein Haken. Ach, leg mich doch. Hi, komm. Passt schon. Mir geht's gut, wirklich. Das sieht nur so aus, als würde ich, hätte ich Schmerzen. Das ist die Aufwärmrunde, okay? Das ist zum Aufwärmen. Das ist gar nicht wirklich eine echte Runde. Keine echte Runde. Nein. Das sieht vielleicht so aus. Es sieht so aus, als würden wir spielen, aber das ist gar nicht so. In Wahrheit, oh ja, oh wie schön. Er hat, Memento Mori, das freut mich. Also wirklich, persönlich. Ich mag das ja. Ich gönne das auch den Leuten, wenn das dann klappt, ne? Dass man jemanden niederstreckt und endgültig finalisiert. Das ist schön. Ich habe das Ding doch angefasst. Muss man das mittlerweile anfassen, bis es wieder an dem Punkt ist, damit er nicht... Wow. Wow. Das finde ich gemein. Da möchte ich gerne ein bisschen streiken. Da möchte ich mich gerne ein bisschen beschweren. Da fällt mir ein, sollte in der Scheune nicht auch einer... Oh, da hat jemand einen Käfig gemacht. Lifegiver. Oh, genau, für einen Gesundheitsstatus. Aber es war gar nicht mein eigener. Es war nicht ein... Ne? Es war mein eigener, meine ich. Es war nicht von jemand anders. Ja, ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Wow, sind hier Stacheln einem... Hi! Na? Sehen Sie unseren Freund? Ich sehe unseren Freund. Dem geht's gut. Wo ist der unser anderer Freund? Sag mal, das habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Ich weiß, dass er hinter mir ist. Dafür brauche ich kein, ne? Du weißt schon. Das hat er. Ja, das war klar. Aber ist okay. Ist okay. Ich habe ja gesagt, dass die Runde zum Aufwärmen ist. Die ist gar nicht existent. Und das ist vollkommen in Ordnung. Die schreien einem auch gerade viel zu laut ins Ohr. Opa, da vergessen, wie man wiggelt. Egal, als ob das juckt. Hm, die Sache ist, wie weit sind die weg? Ich würde es wirklich gern leiser machen. Aber ich werde jetzt direkt abgehängt. Da müsst ihr jetzt einfach durch. Ich mache das danach leiser, okay? Nächste Runde ist leiser. Nächste Runde ist leiser. Ich schwöre. Willst du nicht? Wir sollen nicht heilen? Okay. Dann lass nicht heilen. Warum auch? Das ist schon okay. Ich meine, wenigstens noch ein Gen. Dann fühlt man sich auch besser. Wenn man was erledigt hat. Wenn man nicht so faul rumhängt. Entschuldigung. Warum ist... Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist so flach. Ne? Das würde auch unter den Füßen durchkommen, wenn man nicht am Haken hängt. Ja, oh ja. Hi! Erstaunlich, ich habe irgendwie seinen Terrorradius völlig falsch gedeutet. Ich glaube, ich muss wirklich mal komplett die Soundeinstellungen gucken. Nicht nur, dass das zu laut ist. Irgendwas passt gar nicht. Mal keine Ahnung, ob es da mehr als einen Sound gibt. Ich glaube, es gibt nur den General Sound. Dann ist es so. Muss ich halt mal mich ein bisschen mehr konzentrieren hier. Ich nun weiß ja immer. Lass sie doch die anderen mich abhängen. Warum ist er denn so erpicht darauf, die Leute platt zu machen, wenn er Memento Mori hat? Es sei denn, er hat kein komplettes, ne? Ich habe vorhin wohl nicht komplett aufgepasst. Ne, warte, die sind doch alle umgedreht worden. Ist das jetzt geheim? Oder ist das... Nein, das ist ein Add-on wahrscheinlich, oder? Memento Mori ist doch immer noch eine Opfergabe. Sollte man sehen können, ob es da ist oder nicht. Kann auch sein, wir gehen hier am Haken drauf. Ist auch okay. Ist jetzt, wie gesagt, ist die Runde zum Aufwärmen. Ist alles gar nicht passiert. Und ich bin froh, wenn ich nicht diejenige bin, die nachher am Ende noch die Luke suchen muss. Ne? Und der Kollege, der jetzt hängt, hat noch gar nicht gehangen. Das freut mich für ihn. Renn doch nicht. Ich gehe in die andere Richtung. Ich finde es nicht gut, wenn die Leute rennen. Das sieht man dann. Das, ne? Das kann der riechen. Kann er. Ich weiß es. Er riecht den Geruch der Verzweiflung. Den Gestank des Entsetzens. Oder so. Ich nicht. Ich kann das nicht riechen. Aber ich meine, ich schlachte die Leute auch nur RL, nicht in-game von dem her. Ein Käfig. Mein Käfig. Na gut.
Voilà, Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Ich, Oh, perfekt. Ich hätte gern Mori. Ja, da ist er doch schon. Oder hat er aber den anderen gefunden? Hi! Komm, ich leg mich noch an eine schöne Stelle, oder? Komm her. So? Ja, 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 so ist gut. Warte, warte, ich komme. So rum? Ja, und jetzt mach ich. Oh ja, oh ja. Ein bisschen verstecken. Schade, dass da Gras ist. Das tut mir leid.